Hallo zusammen, heute sprechen wir mal über die Bodenplattenabnahme. Das ist ein ganz wichtiger Baustein bei uns im Online-Shop, den können die aber in der Theorie auch selber machen. Das könnte man dann machen, wenn man zum Beispiel ein besonders knappes Budget hat und es irgendwo nicht mehr reicht für den Bausachverständigen. Und da gebe ich euch jetzt einfach mal 3-4 Tipps, wo ihr drauf achten solltet. Ganz wichtig aber natürlich, das ersetzt nicht die richtige Bodenplattenkontrolle. Das soll eigentlich immer ein Fachmann machen, aber wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, gebe ich euch hier einfach mal ein paar Tipps, auf die ihr achten solltet. Und der erste Tipp, den sehen wir gleich hier. Ich habe die Folie mal zur Seite gemacht. Hier kommt später die Haustür hin. Und bei der Haustür ist es wichtig, dass man hier ein großes Dreieck hinsprüht. Da habe ich jetzt die Sprühflasche mitgebracht. Das machen wir gleich auch. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr einen rechteckigen Grundriss baut. Warum? Wenn ihr einen Erker habt, dann weiß man ganz genau später, wenn die Monteure kommen, die dann praktisch die Wände und die Haustür und das Eingangselement setzen, wissen die ganz genau, wie die Wände zu setzen sind. Habt ihr aber einen quadratischen oder einen rechteckigen Grundriss, kommt das tatsächlich schon mal vor, dass das Haus dann um 180 Grad oder 90 Grad gedreht ist. Und dann kommen auf einmal die Bauern auf die Baustelle und sehen auf einmal, dass der Eingang auf der gegenüberliegenden Seite ist. Und das soll ja nicht sein. Warum? Man muss dann ja alles wieder abbauen, man verliert ganz viel Zeit und eventuell muss der Kran am nächsten Tag auch schon auf der nächsten Baustelle sein. Deswegen ganz wichtig, sprüht ein großes Dreieck dahin, wo später der Hauseingang sein soll. So, das zeige ich mir jetzt einfach mal hier hin. Also immer darauf achten, es ist ein Dreieck. Und sieht dann so aus. Und das ist so der Code für alle Leute, die später auf die Baustelle kommen. Die wissen dann ganz genau, hier muss die Haustür hin. So, nachdem wir die Haustür markiert haben, kommt jetzt der nächste Schritt. Jetzt messen wir die Höhen der Bodenplatte. Das ist noch viel wichtiger wie die Diagonalen und die Breiten. Das kann natürlich jeder machen und gucken, ob das passt. Die Höhen sind aber entscheidend. Warum ist das so? Meistens hat die Bodenplatte über so eine längere Strecke, das sind jetzt 15 Meter in der Diagonale geschätzt, da kann die mal ein paar Wellen machen oder sich ein bisschen bewegen, also mal abfallen oder auch mal leicht steigen. Also es ist unglaublich schwer, das auch exakt auf ein Level zu bringen. Und das muss man halt vorher prüfen, muss genau gucken, habe ich ein Gefälle oder steigt es irgendwo. Das heißt, man nimmt dann diesen Laser. Den können Sie sich auch gerne irgendwo leihen oder kaufen, wenn Sie das selber machen möchten. Kostet allerdings auch 1500 Euro, muss man dazu sagen. Und dann nimmt man praktisch das Messgerät und legt einen Punkt 0 fest. Und diesen Punkt 0, wenn man den festgelegt hat, den zieht man sich dann über die ganze Bodenplatte. Das heißt, nach 3 oder 4 Metern stellt man das wieder ab. Man hört es schon piepen, dann kriegt man ein Signal und kriegt gesagt, pass mal auf, du musst noch 4 mm nach oben. Ja? Genau, also wir wissen jetzt, die Bodenplatte hat hier ein bisschen Gefälle, schreiben das dann später ins Protokoll rein und die Monteure, die dann später ihr Fertighaus liefern, wissen ganz genau, hier müssen die Wände noch ein bisschen unterfüttert werden. Und das muss auch zwingend gemacht werden. Warum? Sie haben ja ein Holzhaus und wenn dann auf der Erdgeschosswand noch die Dachgeschosswand steht und dann auch noch das Dach und eventuell schneit es auch noch, da haben Sie ja ganz hohe Lasten, die praktisch das Gewicht nach unten drücken der Wand. Und dann könnte es halt sein, dass nach 5 oder nach 10 Jahren vielleicht dann irgendwo eine Tür oder ein Fenster anfängt zu klemmen, weil sich die Konstruktion noch gesetzt hat. Und wenn man eben so eine Bodenplattenkontrolle macht, beziehungsweise eine Bodenplattenabnahme, lässt sich das verhindern, wenn man ein Protokoll schreibt und genau eine Handlungseinweisung vorgibt, wonach dann später die Holzhausmonteure zu arbeiten haben. Der nächste Schritt ist ein ganz leichter. Jetzt messen wir uns die Diagonale. Dafür braucht ihr ein relativ großes Bandmaß. Ich habe jetzt hier eins, das kann bis 50 Meter. Taugt also auch für Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser und Objektbauten. Man kann es aber logischerweise auch für klassische Einfamilienhäuser nehmen. Hier nimmt man einfach Hammer und Nagel. Schlägt dann hier die Nadel in die Schalungsbretter mit rein. Das heißt, man kann dann hier genau ansetzen, hat dann hier den Punkt 0 und läuft dann rüber. Dann zieht man das Ganze stramm und sieht, wir haben eine Diagonale von 15,30 Meter. Also hier fehlt 1 Zentimeter, wie vom Fertighausanbieter vorgegeben. Und das ist kein Problem, denn 1 Zentimeter bekommt man rausgeholt. Mehr soll es aber auch nicht sein. Deswegen macht auf jeden Fall eine Bodenplattenkontrolle. So, und jetzt kommen wir zum fast letzten Schritt. Das heißt, wir messen uns dann noch die Breite der Bodenplatte. Das waren jetzt in dem Fall 8,52 Meter. Das passt ganz genau, wie auch im Plan vorgegeben. Und dasselbe macht man dann später auch noch mit der Länge. Das brauchen wir jetzt nicht extra zeigen, sondern wir zeigen jetzt nur noch den letzten Punkt, auf den man noch achten sollte. So, und jetzt kommen wir noch zu den letzten Punkten, die man noch sich anschauen muss, ob die auch wirklich passen. Und das ist einmal der Mehrspartenhauseinschluss, den sehen wir hier vorne. Außerdem sieht man auch noch die Entwässerungsleitung, die Lüftung für die Badezimmer und ganz wichtig,
der Blitzschutz. Auch damit sollte man bauen und gucken, dass der auch da eingemaßt ist, dass er später genau im Technikraum liegt. Das heißt, wenn ihr euch die Maße später alle holt, müsst ihr das mit dem Erdgeschossgrundriss vergleichen und gucken, ob zum Beispiel die ganzen Kanäle und Anschlüsse auch da liegen, wo sie eingezeichnet sind. Meistens ist das im Technikraum. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.